Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Der bei einem Attentat vor 6 Wochen schwer verletzte Bundesinnenminister Schäuble will bald wieder in Bonn arbeiten, zumindest tageweise. Das kündigte er heute bei seinem ersten öffentlichen Auftritt nach dem Attentat an. Ein großes Aufgebot an Fotografen und Journalisten aus Bonn. Das Bundesinnenministerium bittet zum Lokaltermin in der Reha-Klinik bei Karlsruhe. Wolfgang Schäuble, vor 6 Wochen noch auf den Tod verletzt, meldet sich zurück. Der Patient lehnt jede Unterstützung ab, der er selbst Herr werden kann. Nicht nur hier vor den Objektiven der Kameras. Er will aller Welt beweisen, dass man nicht nur überwinden, sondern auch in alter Kraft zurückkehren kann. Es geht mir insgesamt den Umständen entsprechend gut und ich hoffe auch, so bald wie möglich, einen Termin kann ich nicht sagen, auch wieder in Bonn meine Arbeit aufnehmen zu können. Wolfgang Schäuble weiß jetzt, dass seine Lähmung nie ganz verschwinden wird. Aber er hofft mit seinem Arzt, Professor Jürgen Harms, dass die Anforderungen im politischen Amt die Heilungschancen bessern und beschleunigen. Seine älteste Tochter war es, die ihm schon beim ersten Erwachen 5 Tage nach dem Anschlag Mut gemacht hat. Das erste Gespräch mit meiner Tochter hat ausgereicht, um mir etwaige Zweifel, dass man eben auch mit einer möglichen Behinderung sich abzufinden und zu leben hat und dass man daraus etwas machen kann, das zu akzeptieren. Das ging sehr schnell. Wolfgang Schäuble ist per Telefon ständig mit Bonn in Verbindung. Er fordert sich selbst heraus, auch seine Umgebung. Man wird sich, so wie ich bin, an mich gewöhnen, sagt er eher beiläufig. Aber es klingt wie ein Tagesbefehl.